Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Meizu M1 Note im Spiele- und Gaming-Test. Ja, das Smartphone ist mit 5,5 Zoll recht groß, eignet sich aber durch diesen schönen Formfaktor, durch die schöne runde Form und so weiter, wirklich sehr gut zum Spielen, wie ich jetzt festgestellt habe. Grundsätzlich kommt das Smartphone ohne Google Play Store. Man kann zwar halt hier diesen in diesem Store von Meizu ganz normal Sachen runterladen, aber mit der chinesischen Sprache habe ich es erstens mal nicht so. Und der Google Play Store bietet dann auch natürlich ein bisschen mehr Auswahl mit zusätzlich aktuelleren Titeln. Kann man sich mit dem Google Installer aus dem Meizu Forum runterladen, ohne große Probleme installiert. Und dann kann man hier den Play Store ganz normal nutzen und sich hier die neuesten Spiele und so weiter runterladen. Die Kompatibilität ist mit dem MediaTek-Prozessor wirklich sehr gut, also da habe ich jetzt keine großen Nachteile sehen können, und ich habe hier dann halt vier Spiele ausgesucht, das neue Angry Birds Transformers zum Beispiel. Da starten wir dann auch gleich. Wir haben hier ein 5,5 Zoll großes IGZO-Display von Sharp, Gorilla Glass 3 geschützt, und die Spiegelungen sind angenehm gering, selbst im direkten Sonnenlicht. Und das Smartphone gefällt mir wirklich sehr gut, weil die Farbdarstellung sehr angenehm ist. So, wir wollen hier uns nicht anmelden. Direkt ins Spiel starten. Das erste Level habe ich gerade schon gemacht. Und das Display bietet eine schöne Farbdarstellung, einen schönen Schwarzwert, und dadurch wirkt es wirklich sehr angenehm. So, wir starten hier mal mit einem Level hoffentlich. Und es geht los. Hier seht ihr es mit dem schönen Schwarzwert. Das ist wirklich sehr angenehm. Ja, Angry Birds Transformers ist ein bisschen anders, als man Angry Birds jetzt so vom Normalen kennt, aber jetzt auch nicht wirklich schwerer zu spielen. Man muss halt nur an der richtigen Stelle die Gebäude beschädigen. Gut, das hat jetzt hier mal nicht geklappt. Aber grundsätzlich ist das Spiel selbsterklärend und auch gut spielbar. Und hier seht ihr es, es läuft natürlich perfekt. Also wir haben hier einen MediaTek MT6752 Prozessor, 2 GB RAM und 16 GB internen Speicher, den man leider nicht erweitern kann. Aber das stört uns nicht, denn hier ist eigentlich genug Speicher drauf, um die Spiele zu installieren. So, das war jetzt Angry Birds. Läuft generell sehr gut, ist aber auch jetzt nicht wirklich grafisch so anspruchsvoll, dass man da Probleme haben könnte. Dungeon Hunter 5 ist jetzt auch erst seit kurzem raus. Ich habe das schon auf getestet auf dem Sony Xperia Z3 Tablet Compact. Zeige euch das hier nochmal kurz in einem Level, denn der ja, Spielstand wurde zum Glück synchronisiert über Google Play Games, und dann kann man halt darauf zurückgreifen. Ich war jetzt aber schon mehrere Tage nicht, beziehungsweise schon sehr lange nicht online, und deswegen wurde ich an einigen Teilen schon runtergestuft. Aber das Spiel an sich funktioniert natürlich, und man kann natürlich die ganzen Level durchspielen. Das Smartphone an sich ist relativ leicht mit 145 Gramm, trotz 5,5 Zoll Größe, und liegt sehr angenehm in der Hand. Das liegt hier halt an diesem, ja, glänzenden Kunststoff. Ist jetzt sowieso nicht mein Fall, aber die Abrundungen sind sehr angenehm. Der Lautsprecher befindet sich auf der rechten Seite. Den zeige ich euch dann gleich nochmal. Ich wollte nicht das normale nehmen, sondern das schwere. Und dann suchen wir uns hier noch einen Partner raus. Also der Lautsprecher ist auf der Seite, auf der Oberseite. Dadurch verdeckt man ihn ab und zu mal hier. Aber trotzdem kommt der Ton relativ gut raus. Also man hat jetzt nicht so das Gefühl, wie beim OnePlus One, was ich hatte, wo der Lautsprecher auch an dieser Seite hier untergebracht ist, dass ich den verdecke und dann auf einmal kein Ton mehr kommt. Also der Ton ist relativ laut. Ich habe hier jetzt nicht die größte Lautstärke aktiviert. Also vielleicht nicht mal ein Fünftel vielleicht. Und trotzdem ist der Ton wirklich sehr laut. Also die Maximallautstärke ist wirklich extrem hoch. Vielleicht gibt es in China da nicht so starke Bestimmungen, was die machbare Lautstärke jetzt vorgibt. So, ich laufe hier mal mit meinem Charakter ein bisschen rum. Grafisch, ja, grafische Einstellungen haben sich natürlich automatisch eingestellt. Wir sehen hier alle Details. Also ich kann das im Vergleich zum Sony Xperia Z3 Tablet Compact sagen, dass die Details alle vorhanden sind. Also wir sehen hier zum Beispiel Lichteffekte und so weiter. Und die werden auch
genauso angezeigt. Das Display, die Oberfläche ist sehr weich, also die ist ja, weich ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sehr rutschig, was für Spielen wirklich sehr gut ist, weil man sehr schön über das Display gleitet und das erleichtert einem das Spielen einfach etwas. Da haben wir noch eine Truhe gefunden. Und können das einsagen. Und hier sieht man schön, wenn der Magier dann mit seinem Feuer schießt, dass die Effekte wirklich sehr gut rübergebracht werden. Und die Performance ist trotz MediaTek-Prozessor sehr gut. Und es gibt keine Verzögerungen, die das Spiel großartig behindern. Oh, der Ton ist wirklich so. Auf geht's. Steuerung ist auf einem kleineren Display natürlich jetzt im Vergleich zum Sony-Tablet etwas umständlicher, aber das macht jetzt nicht wirklich was. Hier gab es jetzt einen kleinen Ruckler, vielleicht wird irgendwas im Hintergrund geladen. Aber das hält sich alles noch absolut in Grenzen. So, die Truhe nehmen wir natürlich auch mit. Und das sieht von der Grafik wirklich sehr schön aus. Also Full HD auf 5,5 Zoll ist absolut ausreichend und funktioniert sehr gut. So, hier kommen ein paar mehr Gegner. Aber das läuft auch wunderbar flüssig. So, der Hauptgegner ist schon tot, oder? Ne, da kommen noch ein paar. So, das funktioniert sehr gut und da ist auch die Truhe mit unserem Belohnung. Also das läuft wirklich sehr gut. Also Dungeon Hunter 5 mit das neueste Spiel von Gameloft und das funktioniert hier wunderbar einfach und ohne Probleme. Und was mir wirklich gut gefällt, dass das hier auch Vollbild ist. Also wir haben hier keine unnötigen Balken, wie das bei der beim Flyme 4 OS teilweise ist, wo die Zurücktaste halt angezeigt wird in einigen Apps, die das nicht unterstützen. Aber das funktioniert hier unter Android 4.4.4 KitKat wirklich sehr gut. So, weiter geht's. Und wir verlassen das Spiel, beenden kurz die beiden Sachen und gehen dann rein in Modern Combat 5. Bei Modern Combat 5 ist mir aufgefallen, ich habe das jetzt schon einmal kurz angespielt. Auch hier macht sich diese schöne Gorilla Glass 3 Oberfläche positiv bemerkbar, weil man einfach viel besser übers Display gleitet. Also sehr feinfühlig und ohne große Verzögerung. Das zeige ich euch dann gleich. Generell bin ich ja kein Fan von diesen glänzenden Rückseiten, während er hier die Inhalte lädt. Aber dadurch ja, liegt das irgendwie sicherer in der Hand. Habe ich zumindest so den Eindruck. Zumindest solange es nicht zu hart hergeht und man anfängt zu schwitzen an den Händen, ist der Grip auf der Rückseite in jedem Fall noch gegeben. So, wir überspringen das mal hier. Und gucken kurz in den Einstellungen nach der Grafik, also GFX-Qualität optimal, aber ich sehe schon anhand dieser Effekte hier und des Wassers zum Beispiel und so weiter, dass das hier schon ja, mit vielen Details ausgestattet ist. Jetzt hatte ich kurz mal meinen Finger auf den Lautsprecher und da war der Ton dann auch weg, aber so wie ich es jetzt halte, funktioniert das eigentlich. Und das läuft hier wirklich sehr flüssig. Hier auch der Rauch mit dem Feuer und so weiter. Die Spiegelungen am Boden sind auch da. Also grafisch ist der MediaTek-Prozessor in jedem Fall kein Nachteil. Und in Kombination mit der Full-HD-Auflösung läuft das auch ohne Probleme. So, jetzt kommen wir und gucken wir mal nach draußen, ob alle Details sichtbar sind. Wasser sichtbar. Hinten der Rauch sichtbar, die Sonne spiegelt, also alle Effekte sind an und es läuft absolut ruckelfrei. Und durch die schöne Display-Oberfläche kann ich hier auch wunderbar zielen. So, das läuft hier wirklich sehr gut. Also ich bin extrem angetan von diesem Smartphone. Dafür, dass es umgerechnet nur, keine Ahnung, 250 Euro oder so kostet. Es soll ja bald auch wirklich nach Europa kommen und dann gibt es auch den Support, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man jetzt das Smartphone importiert und irgendwas damit ist, dass man
dann irgendwie sein Geld verloren hat. Also wenn es dann wirklich nach Europa kommt und angeboten wird, dann gibt es natürlich auch die Unterstützung mit Support und so weiter, wenn irgendwie was kaputt geht. Aber das scheint in dem Fall hier nicht der Fall zu sein. Das Smartphone wird im Übrigen hier im oberen Bereich auf der Rückseite etwas warm. Also ich spüre, dass ich etwas leistungsfähigeres spiele. Also mit Modern Combat 5 haben wir hier mit das leistungsintensivste Spiel überhaupt. Und das sieht hier wirklich sehr gut aus. Auch hier die Wassereffekte und so weiter. Das sieht einfach extrem gut aus und ist absolut zu vergleichen mit zum Beispiel, ja, einem Snapdragon 801 Prozessor, Snapdragon 808 vielleicht, 810 auch, also zumindest von der Grafikdarstellung. Absolut keine Ruckler, deutlich mehr Frames als 30 Frames pro Sekunde. Und hier der ganze Rauch und so weiter, der wird wirklich sehr gut dargestellt. Das gefällt mir wirklich gut. In Kombination dann auch noch mit dem schönen Display. So, jetzt müssen wir uns mal des Helikopters entledigen hier. Der brennt auch schön. Also hier alle Effekte, auch die brennende Munition, die auf uns schießt, die wird angezeigt. Also wir haben hier überhaupt keine Einschränkung wegen dem Prozessor. Und das, so muss es im Grunde auch sein. So, jetzt erledigen wir den und da ist er hin. So, damit hätten wir das Level auch geschafft. Und wir gehen zum letzten Spiel mit Asphalt 8 natürlich. Auch da schauen wir uns dann gleich an, wie die Oberflächen bzw. die Grafik natürlich aussieht mit den ganzen Effekten und so weiter. Da kommt es ja ab und zu mal vor, dass zum Beispiel beim Laden minimale Ruckler auftauchen. Starten das erste Level, legen mit dem Standardfahrzeug los und schauen wir auf die Ladezeiten. Ladezeiten, ja, kommt drauf an, also je nachdem, welches Spiel man hat, umso umfangreicher das Spiel, umso länger die Ladezeiten. Aber hier hat sich das in Grenzen. Hier minimale Ruckler beim Laden. Das Nevada ruckelt eigentlich auf jedem Gerät, was ich bisher getestet habe. Hier sehen wir schön die Spiegelung, also auch hier alle Effekte sind an. Rauch ist an und hier haben wir im Vergleich zu den anderen Spielen natürlich die Bewegungssteuerung. Und hier ist mir aufgefallen, dass dieses Akzelerometer des Meizu M1 Note wirklich sehr feinfühlig ist und man wirklich gut steuern kann. Hier driften und so weiter. Das muss man natürlich dann vor der Kamera auch können. Aber wir sehen hier auch, dass das wirklich sehr gut funktioniert. So, und dadurch wird natürlich auch der Turbo aufgeladen. Na, der hat mich hier aber abgedrängt. Und da habe ich gleich zwei erwischt. So, aber hier schalten wir mal den Turbo ein. Und jumpen ein bisschen rum. Also wirklich sehr gut. Es läuft vielleicht nicht ganz mit 30 Frames pro Sekunde. Also es läuft vielleicht, ja, ich würde schätzen mit 27, 26. Also ganz 100% flüssig ist das hier nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist nicht so flüssig wie gerade Modern Combat. Aber es sieht trotzdem auch sehr gut aus, besonders mit dem Asphalt. Den Spiegel, jetzt habe ich wieder den Lautsprecher bedeckt. Also die Position des Lautsprechers auf der rechten Seite ist auf keinen Fall optimal. Hier kommt man doch ab und zu mal durch, aber der Ton, der Klang an sich des Lautsprechers ist sehr gut. So, hier holen wir uns nochmal den Turbo und dann geben wir mal Gas. So. Ab geht's. Nehmen wir mal die obere Position und hängen uns an den ersten hier ran mit dem Turbo. Und dann läuft das hier. Kleiner Stunt. Na, dreh dich. Sehr gut. Und ab den Turbo. Und nicht gegen die Wand. So, das funktioniert. Also das Spiel läuft wirklich
gut, nicht hundertprozentig flüssig, also nicht mit mehr als 30 Frames pro Sekunde, aber der Ton ist toll, die Autos sehen schön aus, die Steuerung mit dem Akzelerometer funktioniert hervorragend. Jetzt fahren wir hier mal an der Wand entlang und fliegen sozusagen ins Ziel. Und da sind wir schon im Ziel. Also das läuft wirklich sehr gut. Also wie ihr seht, die Kompatibilität mit Spielen ist gegeben. Also wir haben wirklich viel Auswahl an Spielen. Ich habe hier nur einige davon gezeigt. Dead Trigger 2 konnte ich nicht zeigen. Das hat leider nicht funktioniert, aber das ist mir in letzter Zeit öfters mal abgeschmiert. Und mit dem 3140 mAh Akku dürfte die Spielzeit wirklich sehr gut sein. Ihr könntet ja hier am Anfang sehen, wie viel Prozent ich habe. Jetzt habe ich noch 35%. Jetzt kann ich natürlich nicht zurückschauen. Ich weiß nämlich nicht, wie in der Akku aufgeladen war. Aber da seht ihr dann innerhalb von 15 Minuten Gaming, wie viel da an Akku gezogen wurde. 1,7 GHz pro Kern hat dieser Cortex A53 Prozessor jeweils 8 Mal. Und das reicht aus, um die Spiele wirklich sehr gut darzustellen. Also Spiele- und Gaming-Test wirklich sehr gut bestanden. Man muss halt sich den Play Store manuell installieren mit dem Google Installer aus dem Meizu Forum. Aber dann, wer sich dieses Smartphone kauft, der weiß das auch. Der wird sich darum vorher informieren, was man damit machen muss, um dann auch wirklich Spiele und natürlich Benchmarks zu bekommen. Die werde ich euch dann in einem weiteren Video zeigen. Ja, der Spiel- und Gaming-Test des Meizu M1 Note hat mich zufriedengestellt, ist absolut gut gelaufen. Alle Spiele laufen 100% flüssig und sehen auch noch gut aus auf diesem Display. Wenn es Fragen dazu gibt, dann ab in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.